Und wir sehen es jeden Tag. Es wird immer mehr. Wir sehen die zwei Gruppen, die sich gebildet haben auf der Welt. Wir haben immer die Entscheidungsmöglichkeit, sich uns für das Gute oder für das Schlechte zu entscheiden. Diese Entscheidung haben wir immer. Die geistige Welt gibt den Menschen im Prinzip eine Chance, sich zu entscheiden. Weil um sich zu entscheiden zwischen Gut und Böse, muss man ja Möglichkeiten haben, aus denen man auswählen kann. Mhm. Und die Menschen bekommen jetzt diese Möglichkeiten. Und das nennen eben die Kritiker Spaltung. Ich nenne es eine Chance. Ich nenne es Möglichkeiten, damit die Menschen sich entscheiden können. Und es wird eine Zweiklassengesellschaft geben in den nächsten zwei Jahrzehnten. Eine ganz brutale Zweiklassengesellschaft. Es wird die Mainstream-Leute geben und dann wird es die anderen geben, die tatsächliche Realität kennen, die das Bewusstsein haben, die wissen, es gibt eine spirituelle Welt, so, oder noch besser gesagt, die wissen, dass es nur eine spirituelle Welt gibt. Es gibt gar nichts anderes. Es sind die einen, die sich für das Dunkle entschieden haben. Das ist leider die Masse. Sagen wir mal rund 80%, Tendenz steigend. Und das andere sind die, die das alles nicht so schlucken, was da draußen passiert. Die sich wehren, die sich widersetzen, die sich Gedanken machen, die hinterfragen und so weiter. Davon ist aber auch nur ein kleiner Teil tatsächlich spirituell erwacht. Viele von diesen 20%, die wollen ja nur ihr altes, normales Leben zurück. Die wollen ja nicht zu Gott finden, die wollen nur ihr altes Leben zurück. Ihr Fußballstadion mit der Currywurst und ihr Bier. Das Gros in der spirituellen Szene ist dunkel. Leider, ich kann es nicht anders sagen. Die sind dunkel und werden von Reptiloiden geführt und sollen die Menschheit in die Irre führen. Das sind schon künstliche Menschen, die werden gezüchtet, die kommen von Sekten, Freimaurerschulen, Okkultenschulen und sollen jetzt noch die Menschheit am Ende noch ein bisschen infiltrieren und gucken, dass sie so viel Bewusstsein wie möglich abräumen können. Thank you.
viele Spirituelle kämpfen ja gegen die Spaltung an und machen Sendungen, wie man die Spaltung überwindet und dergleichen und betrachten die Spaltung mehr oder weniger als Problem. Ich betrachte die Spaltung als Lösung, weil die Spaltung zeigt dir als glücklicher Mensch, mit wem du es zu tun hast als dein Gegenüber. Diese Spaltungen gehen durch Familien durch, gehen durch Beziehungen durch, durch Partnerschaften, durch Ehen, durch Verwandtschaften, durch Arbeitsverhältnisse, durch Geschäftsbeziehungen. Die Menschheit wird komplett gespalten und getrennt und isoliert. Das ist der Prozess, der momentan stattfindet. Viele Menschen werden noch erschrecken, wenn sie feststellen, wie viele dem dunklen System gehorchen und wie viele unterjocht sind mittlerweile, wie viele seelenlose Gestalten es auf der Erde gibt. Die werden sich noch erschrecken, die meisten Menschen, was da auf sie zukommt. Also wenn ein Spiritueller sagt, dass die Menschheit jetzt erwacht, dann hat er keine Ahnung, aber gar keine Ahnung oder nichts verstanden oder er weiß nicht, von was er redet. Weil wie sollen denn die Zombies erwachen? Wie sollen Tote erwachen? Heißt, die beseelten Menschen, die auf dem Weg zum Indigo sind, werden immer weniger. Die Wege trennen sich und wir werden alle, die erwacht sind, spirituell erwacht sind und auf dem Jesusweg sind, wir werden leider sehr einsam werden.